Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blasphemous. Und, ouch, ich krieg direkt aufs Maul. So. Ich bin hier einmal wieder in dem Bereich, den wir relativ am Anfang der... Boah, ey. Okay, pass auf, ich mache jetzt voll den Trick-Move. Autsch, das sah schmerzhaft aus. Okay, versuchen wir das auch hier gleich nochmal. Wow, das ist ja interessant. So, und hier haben wir dann direkt den nächsten Gegenstand. Ja, und hier sind halt noch Herz aus Salpeterblut. Okay, interessant. Wir haben ja hier noch ein paar Sachen offen, sozusagen, weil hier waren ein paar Gebiete mit Gift und ja, die gilt es jetzt zu erkunden, finde ich zumindest. Dazu mache ich jetzt aber auch mal kurz einmal speichern sozusagen, okay. Einmal kurz, nee, da wollte ich gar nicht hin, hier wollte ich hin. Wo ging es noch lang? Da nach oben. Ah, stimmt. So ein kleiner Bereich, wo man so drunter durch gleiten kann. Also hier. Ja, ja, komm. Mach mal halblang hier. Oh. Ach, naja, das kann ich ja gleich mit dem Trick-Move machen. So, außerdem sieht das cool aus. Heieieiei. Mensch. So, Teil einer goldenen Maske. Okay. Interessant. Au. Das ist ja interessant. Das heißt also, man kann nur auf der Seite das verursachen. Das ist ja auch interessant. Mensch, Mensch. So. Hier, der nervt mich gerade. Stop. So, und hier war ja auch noch die rote Kerze. Auf jeden Fall. Irgendwo hier hinten war die. Na komm, hör auf. Hör auf zu gießen. Es ist vorbei. Au, okay. So, irgendwo hier war die auf jeden Fall. Ich meine jetzt, wenn ich hier oben lang gehe. Nee. Ich war woanders. Die war da hinten, ne? Ach, okay. Gut, dann gib. Dann gehen wir da jetzt halt hin. Warum auch immer ich jetzt diesen Weg hier wähle. Okay. War jetzt auch nicht so schlimm. So, von der Sache her brauche ich ja hier jetzt nicht mehr lang, nicht wahr? Kann ja auch nochmal kurz mein Leben auffüllen, weil ich weiß, dass jetzt hier gleich so ein paar gemeine Dudes sind, die gerne mal ein bisschen Damage machen. Ein bisschen viel Damage, um genau zu sein. Und dementsprechend, also genau, die hier, genau von den Viechern spreche ich. Ja, okay. So. Na komm. So, drei Hiebe reichen da mittlerweile. Das ist sehr praktisch.
Mhm. So. Das funktioniert hier alles auch besser denn je. So. Und da nochmal. Sehr gut. Mensch, man fliegt hier ja förmlich durch. Das ist ja richtig ungewohnt. Wow. Wow, 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 wow. Dudes, ganz ruhig jetzt hier. Nein, stop it. So. Zack. So, dann gehen wir hier hoch. Komm. Nimm mal kurz einen Heiltrank. Au. Ja genau, die gehen so ziemlich gleichzeitig los, aber... So, und hier haben wir jetzt die mittelgroße Perle aus rotem Wachs. Ja. So ist das. So ist das. Darauf wollte ich hinaus. So, ich glaube, hier drin war nichts mehr. Nach unten konnte man, glaube ich, nicht, ne? Nein, okay. Gut, dann würde ich jetzt mich einfach zurückgehen und ich weiß noch gar nicht, wohin. Ich denke mal tatsächlich zum Fahrstuhl. Auch wenn das ein ganz schön weiter Weg ist. Ah, wobei, naja, hier kommt man ja eigentlich relativ gut lang. War hier noch irgendwie ein Weg? Ja. Was hatte mir das gebracht? Wahrscheinlich auch irgendein Gegenstand, ne? Ja. So. Ich meine, ich könnte ja auch zum Olivenbaum gehen. Und da nochmal gucken, was mit dem ist. Und dann direkt den Weg weiter zur Kathedrale. Was haltet ihr denn davon, wenn wir das so machen? Wir machen das einfach so. Wie man da hinkommt, weiß ich auch noch nicht. Hm. So, dann mal runter. Ach ja, ich wollte mal ausprobieren, wenn ich das Teil nicht nach unten bringe, beziehungsweise das Teil oben ist, wie das dann ist mit den... Ja, hier braucht man die roten. Also da braucht man irgendein Reliquiar, wo man diese roten Teile hier auch benutzen kann. So, dann gehen wir den guten alten Weg hier mal zurück. Ach komm. Wir kümmern uns jetzt erstmal gar nicht darum. So. Wenn man da hochkommt, ist wahrscheinlich auch erstmal schwierig zu wissen. Ah, und da haben wir jetzt die Sache. Eine gefrorene Olive. Und getrocknete Blumen von Tränen durchtränkt. Okay. Getrocknete Blumen von Tränen durchtränkt. Da würde ich ja fast schon wieder gerne zum Dings nochmal gehen. Hoppala. Hä? Dude. What are you doing? Okay, offenbar. Offenbar ist das ein Softlock. I softlocked. I lost the run to RNG, dude. What? Okay, ich muss das Spiel einmal neu starten.
So. Und wieder im Spiel. Gut, dass da ein Speicherpunkt in der Nähe war. Wie gesagt, gut, dass da ein Speicherpunkt in der Nähe war. Denn, ja. Tatsächlich musste ich das Spiel jetzt gerade neu starten. Ja, es kann passieren. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass das... dass mich das jetzt so richtig aufgeregt hat oder so. Wo bin ich denn gerade? Ich könnte jetzt direkt... ich würde aber auch gern nochmal in den ganzen giftigen Bereich unten bei der Zisterne. Und da sind wir ja nun mal auch relativ nah dran. Hoppala. Relativ nah dran. Okay. Na komm. Ich überspringe das ja alles mal ein bisschen schneller vorankommen. So, ab in die Zisterne. Okay. Die entweite Zisterne. So, da können wir dann direkt einmal hier runter. Dude. Gehen wir ja nicht auf den Zünder hier. So, denn ich denke mal, dass hier irgendwas sein wird. Wow. Wirklich literally gar nichts. Schön. Da wollte ich hin. So, dann. Aber naja, gut. Wir müssen ja eh hier weiter runter. Also von daher. Na gut. Ich akzeptiere. Diese Giftdinger, die hier runterfallen, ne? Die nerven mich tatsächlich mehr als so einiges anderes. Meine Güte, das geht mir ja voll offen. Oh, Alter. Ehrlich. Das ist... Wenn ich da sagen würde, das ist nicht schön. Was? Jetzt komme ich hier nicht mal hoch? Was ist das denn? Och, Leute, ey. Also wahrscheinlich auch so ein Reliquiar. Weil... damit ich aus dem Sumpf besser rausspringen kann. Na toll. So, das heißt, ich kann den ganzen Weg jetzt zurückgehen, weil ich da nach oben muss. Wow. Nee, man kam hier überhaupt gar nicht weiter. Ach, das ist ja toll. Schön, das gefällt mir ja. Was mache ich denn hier gerade? Das ist ja voll... So. Ich bin jetzt nochmal nach Albero gegangen. Weil ich sicher ein paar Sachen hier... gefunden haben. Ah, Tränen der Abbitte. Schön. Nochmal Tränen der Abbitte. Schön. Ich weiß zwar nicht, wozu die da sind, die Tränen der Abbitte. Oh. Eine müsste in gleichen Augen kurz finden. Nacht damit erfüllt wissen und schauen. Das Tempo seiner Angriffe. Ah, okay. Mhm. Ja, ne, das können wir so lassen erstmal. Ja, wir sind schon gar nicht mal so schlecht hierbei. So, aber... Moment, ich muss mal kurz was gucken. Nee. Das ist leider der schnellste Weg. Straight forward. Na gut. Skippen wir noch mal ein bisschen. Wow. Was für ein Finisher, ey. Was für ein Finisher. Den hatten wir auch noch nicht gesehen. Aber wir sind auch gleich da, wo wir ankommen wollten. Nämlich bei der Brücke. Hier speichere ich auf jeden Fall nochmal. Und dann schauen wir mal, was wir hier so
Oh, Sister, I know you are there. Even if I can't see you, hear my plea. After your departure, it is now my turn to prove I'm deserving of our captain's trust. I will not fail, Chrysanta. And may the greatest of pains devour me if I let the penitents through this door. On your guard, penitent one! Oh. Ah. Das sollte ich drüber springen, wenn er das macht. Mann, Dude. Noch nee. Ah, okay. Okay. Mist. Das ist auch immer trifft, der Penner. Oh. Und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Und meistens geht es ja bei der Hälfte erst richtig los. Ich finde aber auch schade, dass man... Ja, okay. Komm, dann machen wir das doch nochmal. Na komm, okay. Nochmal brauchen wir uns das nicht anhören. Okay, so. Ah, geht da gleich zur Sache hier, ha? Huh? Ich finde das so, es ist halt schwierig zu erahnen, was... Aua. Wieso trifft er mich denn trotzdem, ey? Okay. Mhm. Och, Gottes Willen. Wow. Okay. Aber das hat mir jetzt so ein bisschen die Mechanik gezeigt tatsächlich. Das ist gar nicht schlecht gewesen. Na komm. Okay. Autsch. Mhm. Ach Mist. Ich hatte noch so viel Tränke, aber na okay. Man muss halt immer dazulernen. So. Das ist aber unfair. Ja, okay, das ist, damit kann ich leben. So. Na, ja. Ja, nein. Wow.
Okay. Ja gut, damit kann ich, wie gesagt, leben. Ah, das ist ja nervig, dass sie langsamer werden hinten. Oh, das ist gar nicht mal so gut. Na. Was? Wieso? Wow. Moment mal, da kommt noch eine dritte Phase. Eieieiei. Na, okay. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ja erst richtig spannend. Oh. Gut, gut. Oh. Hau mir weg, ey. So. Folgende Situation. Wir hatten hier doch so ein paar lustige Sachen. Zum Beispiel das. Schutz gegen Gifte. Ist mir jetzt relativ egal. Oh, eine Sommerfrucht gefangen in einem endlosen Winter. Die gefrorenen Öle stärken die Verteidigung des Trägers, wenn dessen Kräfte fast erschöpft sind. Okay, nehmen wir das doch mal dazu. Dann haben wir hier das Auge der Gelehrsamkeit. Das brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Was ist das hier? Erhöht die Lebenskraft des Trägers mäßig. Okay. So, dann haben wir hier erhöht die Verteidigung. Ja, okay, das ist ganz gut. Schützt vor Stürz und verkürzt die Erholzeit. Ja, das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Und da nehmen wir dann lieber... wo ist es denn? Was ist das? Nee, Inbrunst. Schutz gegen Blitzattacken. Genau. Das ist doch schlau. Wenn wir das jetzt einmal machen. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen weniger Damage bekommen und den Dude dementsprechend hier besiegen. Wow. Wow. Oh mein Gott. So wittert aber nix. Oh Gott, das wäre... So. So. Okay. So. Na, ach Mist. Na, okay. Noch, ey. Manchmal. Ja, nee. Das war jetzt auch nicht so der schlauste Moment dafür. Falsch ausgewichen. Auch nicht gut. Mittlerweile aber auch zu einem meiner Lieblingsaktionen. Falsche Richtung ausweichen. Oh, ich mag den Kram hier einfach nicht. Wieso? Was? Okay. Sehr schön. So. Au! Nein! Ach, Mist! Ach, nee. Ach, da auch nicht. Oh, das ist... Oh, jetzt nervt die mich, ey. Doch. Sister, ey.
Die hätte ich auch gerne. Geht die auch weg? So, bam, der Bruder. So, Schwester ist weg. Gut. Sister, forgive me. Now I will cross over to the other side of the dream and return to your side. Ja, weg mit dir, ey. Lol. Meine Güte. Ich will die Schwester nicht mehr sehen hier. Komm, erstmal speichern. So. Wow. Was für ein nervenaufreibender Kampf. Das ist richtig übel gewesen. Richtig schwierig. Ich sag's euch. Meine Güte. So, und jetzt geht's aber in die Kirche. Da habt ihr doch die ganze Folge drauf gewartet. Der eiserne Baum. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir in einem Baum sind, aber hey. Die Halle der Dämmerung. Oh, ich habe Quecksilber gefunden. Das ist natürlich was richtig Gutes. Aber ich weiß auch gerade nicht, was das... was mir das hier sagen soll. Wow. Moment, kann ich hier durch? Ach Gott. Na komm. Da weiß ich doch genau, wo ich erstmal hin will. Nach Albero. Und jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. Achso, gerade durch und dann runter. Okay. Weil noch bessere Heiltränke wären natürlich noch besser. Makes sense, ne? Ja. War das hier richtig? Ja. Wow. Graceful be the heart. With this silver, I bless the mixture that will recover your spilled blood. So. Man hat dann zwar eine Heilflasche weniger, aber dafür heilen die auch das Doppelte. Also zumindest war es beim letzten Mal das Doppelte. Es wird auch diesmal ähnlich viel sein. Und wenn es sogar nur ein Drittel mehr wäre. Achso, mea culpa. Genau. Wo ich gerade mal hier bin. Würde ich ja zu gerne den heiligen Ausfallschritt nochmal verbessern. Und vielleicht auch mal den Fernkampf hier freischalten. Denn das sind nochmal die Sachen. Okay. Nee. Das reicht erstmal. Genug Geld ausgegeben, würde ich sagen. So, nochmal ganz kurz zurück in den Bereich. Eiserner Baum. Ja, genau. So, und dann gucken wir einmal hier. Können wir hier auch durch? Nee, können wir hier runter? Nein, können wir auch nicht. Gut, oder auch nicht. Oder doch? Ich weiß es noch nicht. Ah, hier können wir noch durch. Ah. Those you have removed from punishment were Perpetua and Esdras, foundling siblings who went on to be part of His Holiness God. It was said that Perpetua could speak to her brother
even after death. For twisted are the paths of the miracle. Mhm. So, dann mache ich erstmal das Teil hier an. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns an, was das für ein Dude da hinten ist, aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr soweit mitgeschaut habt. Im Übrigen, ich habe jetzt bisher eine komplette Aufnahmesession gemacht. Das heißt also, jetzt ist die letzte Folge von der ersten Aufnahmesession. Dieses Spiel hat mich richtig gefesselt. Und wir sind gespannt, was als nächstes passiert. Aber das dauert leider erst nochmal 2-3 Tage. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, damit ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpasst. Und einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hier schaut. Und bis zum nächsten Mal.